Okay, vielen herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Veranstaltung, zu dieser Konferenz. Das ist ein Thema, das mir wirklich sehr am Herzen liegt. Und ich möchte an dieser Stelle Sie ganz herzlich aus Australien grüßen. Hier ein Bild aus Australien. Das Bild habe ich selber aufgenommen. Das zeigt den Australian Bush, eine Region, die nicht allzu weit entfernt von dem Ort liegt, wo ich geboren wurde, um die 10 Kilometer entfernt. Und das liegt in einer Region nördlich von Sydney. Ich möchte Ihnen einfach damit zeigen, dass ich mich an einem Ort befinde, der geografisch sehr weit entfernt liegt. Aber ich interessiere mich sehr für die Themen, die Sie diskutieren. Und ich habe so viel gelernt von KollegInnen in Mitteleuropa über die Jahre hinweg. Und ich freue mich sehr, dass ich nun etwas zurückgeben kann. Ich denke, Sie sprechen von einem Thema, das von großer Bedeutung ist. Ein Thema, das eine große Rolle spielt im Alltag und im persönlichen Leben der Menschen. Gender, Geschlechterverhältnisse und Macht in den Geschlechterverhältnissen spielt eine Rolle dafür, wie Menschen ihr Leben begreifen, wie sie sich selbst konstruieren. Gender spielt in menschlichen Beziehungen eine Rolle, in Familien, in Peergroups und in Freundschaften und darüber hinaus und spielt auch eine Rolle auf der Makroebene, auf der Ebene der Regierungen, der Volkswirtschaften, auf der Ebene des institutionellen Lebens und im Bildungswesen. In all diesen Bereichen sind die Themen, die Sie diskutieren bei dieser Veranstaltung, auf dieser Konferenz, in all diesen Bereichen spielen diese Themen eine wichtige Rolle. Und wenn wir uns Macht anschauen und die höchsten Ebenen der Macht anschauen in der Welt, in der wir leben, dann ist das wirklich sehr auffällig, wie stark die obersten Ebenen der Macht vergeschlechtlicht sind. Also bei der wirtschaftlichen Macht beispielsweise, die Personen, die den transnationalen Unternehmen vorstehen, das sind ja die wichtigsten und mächtigsten Institutionen in der Weltwirtschaft. Diese Personen sind vor allem Männer. Ungefähr 95% der ManagerInnen von großen transnationalen Unternehmen sind Männer. Und wenn wir uns die militärische Macht anschauen, die Streitkräfte weltweit, dann ist die Konzentration von Männern an der Spitze noch höher und liegt bei ungefähr 99%. Also die allermeisten Personen, die Generäle sind, sind einfach Männer. Und wenn wir uns die Privatvermögen anschauen, die Hyperreichen, Oligarchen und Milliardäre, dann treffen wir da auch meistens auf Männer. Und wenn wir uns auch die obersten Ebenen der politischen Macht anschauen, also hier ein Beispiel dafür, hier sehen wir eine Gruppe, die sehr viel politische Macht innehat. Hier ein Führungsgremium der Kommunistischen Partei Chinas, die Partei, die an der Macht ist. Und da kann man natürlich sich anschauen, wie viele Frauen dort zu finden sind. Und wenn wir uns die religiösen Organisationen anschauen, die meisten organisierten Religionen, denen stehen ja Männer vor. Also es gibt hier eine starke Vergeschlechtlichung der Eliten, der Machteliten. Und das ist etwas, das wir in den meisten Teilen der Geschichte finden, über Jahrtausende hinweg. Aber auch das verändert sich. Selbst auf dieser Ebene gibt es Veränderung. Und das wird Ihnen wahrscheinlich nicht ganz unbekannt sein in Deutschland, angesichts der bedeutenden Macht, die Angela Merkel innehat und in den vergangenen Jahren auch innehatte. In Australien haben wir nun auch eine Regierungschefin gehabt in den vergangenen Jahren, die erste Frau in der Geschichte seit der Kolonialisierung Australiens. Also
Es gibt hier eine starke Vergeschlechtlichung in diesen Kontexten, aber es gibt die Möglichkeit zur Veränderung. Und das ist etwas, das ich immer wieder darstellen möchte und das ich auch immer wieder aufgreifen möchte am Ende meines Vortrages. Ich möchte bei meinem Vortrag darüber sprechen, wie wir Gender erlernen und wie wir darin auf Macht treffen, wie wir in den Geschlechterverhältnissen auf Macht treffen. Und dann werde ich eine theoretische Überlegung anstellen. Ich hoffe, das ist für Sie in Ordnung. Und ich möchte darüber nachdenken, wie wir Gender begreifen und wie wir Macht in Geschlechterverhältnissen begreifen. Und dann möchte ich auf junge Menschen zu sprechen kommen und Veränderungen in Geschlechterverhältnissen. Das ist sozusagen der grobe Abriss meines Vortrages. Wie erlernen wir also Gender und wie treffen wir hier auf Macht? Denn diese beiden Punkte sind ja eng miteinander verbunden. Kinder erlernen Gender zu einem frühen Zeitpunkt im Leben und sie erlernen Gender, weil die Menschen in ihrem unmittelbaren Umfeld, also eigentlich im familiären Kontext, vergeschlechtlicht sich verhalten. SoziologInnen sprechen hier vom Doing Gender. Und das ist etwas, das man sehr früh im Leben beobachten kann. Hier eins meiner Lieblingsabbildung zum Familienleben, das ist sozusagen eine Fantasie zum Familienleben, eine Abbildung einer in einer sehr beliebten Frauenzeitschrift aus den 50er Jahren aus Australien. Und hier wird sozusagen eine archetypische Familienszenerie gezeigt. Wir wissen, dass es sich dabei um eine Fantasiedarstellung handelt. Wenn wir uns die Köchin anschauen in diesem Bild, dann sehen wir, dass sie Perlenohrringe trägt, um zu kochen, dass sie in Absatzschuhen, in High Heels kocht und die Familie und die Personen, die dazugehören, sind Stereotypen in unterschiedlicher Hinsicht. Aber das hat viel damit zu tun, wie über Familien nachgedacht wird und wie Familien gedacht werden hinsichtlich der inner Geschlechterteilung. Die Rolle und die Verortung des Vaters, der Mutter, des Sohns, der Tochter und so weiter. Also wenn sich Kinder dann die Frage stellen, wo ist mein Platz in der Welt? Dann ist eine der ersten Antworten, die sie geben können, wie sie sich hinsichtlich Genders und der Geschlechterverhältnisse verorten. Ob sie sich eher rechts einordnen oder links einordnen. Und dann gibt es einige Kinder, die sich vielleicht hier gar nicht wiederfinden können und einordnen können. Aber das Ganze bewegt sich nicht nur auf der Fantasieebene und nicht nur im Vorstellungsbereich, dass Kinder auf Gender und Macht stoßen. Wenn es Gewalt in Familien gibt, dann ist das ein stark vergeschlechtlichter Prozess. Und Kinder lernen ihren Platz in der Welt und in der Familie auch über solche Erfahrungen kennen. Sie lernen, dass es bestimmte Formen der Zuneigung gibt, die eher Frauen zugesprochen werden oder Männer zugesprochen werden und dass es auch bestimmte Art und Weisen gibt, sich auszudrücken, sich zu sprechen. Also auch wenn die Stereotypen nicht so stark sind, ist das so, dass Kinder diesem Umfeld auf Gender und Stereotypen stoßen und für geschlechtliche Prozesse. Von der familiären Entwicklung geht es dann hin zur schulischen Bildung. Sie spielen und lernen in diesem schulischen Umfeld. Und sie bewegen sich natürlich auch in dem weiteren gesellschaftlichen Kontext und auch weiter in den Familien. Aber Schulen sind auch vergeschlechtlichte Institutionen. Wie ich wirklich eindrücklich entdeckt habe zu Beginn meiner Forschungskarriere. Als ich mich an einem Studienprojekt beteiligt habe, an weiterführenden Schulen in Australien,
ein Projekt, das an Schulen der Oberschicht und der Arbeiterschicht durchgeführt worden ist. Und dieser Aspekt ist sehr schön wiedergespiegelt in der Illustration des Buchkaffers, mit dem wir die Studie veröffentlicht haben. In ihrer schulischen Bildung und in den Interaktionen in der Schule, da verbringen Kinder sehr viel Zeit in Peergruppen. Sie bilden diese Peergruppen und diese Peergruppen sind auch geschlechterstrukturiert, nicht unbedingt geschlechtergetrennt. Aber es gibt ein hohes Bewusstsein laut der ethnografischen Beweislage. Es gibt dieses hohe Bewusstsein zu den Geschlechterverhältnissen. Und dieser Lernprozess beginnt dann. Und dieser Prozess ist auch kollektiviert, umfasst das gesellschaftliche, soziale Lernen der Kinder, umfasst Dinge, die die Kinder gemeinsam lernen. Denn Lernen ist ein hochsozialer Prozess. Das Lernen vollzieht sich in mehreren Köpfen gleichzeitig. Und Forschende, die sich diesen Prozess genau angeschaut haben, diesen Prozess, wie man etwas zu Gender lernt im schulischen Kontext und in Peergruppen, da gibt es zwei Punkte, die besonders hervorstechen, meines Erachtens. Zum einen das Interesse der Kinder an Genderfragen. Es ist nicht so, dass die Erwachsenen, dass den Kindern irgendwie aufdrängen müssen, dass sie sie sozusagen zwingen müssen, sich damit zu beschäftigen. Kinder wollen etwas dazu lernen. Sie wollen dazu etwas verstehen. Sie finden diesen Aspekt des Lebens eigentlich hochinteressant. Das ist ein Feld, das ausgelotet, erkundet wird, das manchmal problem- und spannungsgeladen ist. Aber das ist ein Thema, das bedeutsam ist für die meisten Kinder, während sie heranwachsen. Und der andere Punkt, der hervorsticht, ist die Tatsache, dass Kinder eine Handlungsmacht haben. Gender zu erlernen ist nicht nur eine Frage, dass man sozialisiert wird, dass Gender-Identitäten einem aufgedrückt werden, dass man da abgestempelt wird, so wie zum Beispiel eine Briefmarke auf einem Brief abgestempelt wird. Kinder sind damit beschäftigt, etwas dazu zu lernen. Und das ist natürlich etwas Allgemeines, das man zum Lernen sagen kann. Kinder sind aktiv, sie loten das aus, sie sind interessiert, sie probieren Dinge aus, sie probieren Genderpositionen und Praktiken aus, probieren darum. Und zum Beispiel in den letzten Grundschuljahren kann man beobachten, dass Kinder beispielsweise mit Lippenstift herumexperimentieren oder dass sie auch vergeschlechtlicht an Sport teilnehmen oder den entsprechend aussuchen. Kinder sind da aktiv. Aber ganz gleich, wie aktiv sie sind, befinden sie sich doch in einem vorstrukturierten Umfeld. Und häufig treffen sie in diesem Rahmen zum ersten Mal auf das, was wir institutionalisierte Macht nennen. Also die Hierarchien in Institutionen wie in der Schule und am Arbeitsplatz und so weiter. Also sie treffen auf Lehrkräfte, die Träger von Macht sind. Sie treffen auch auf Rektorinnen, die Autorität innehaben und vielleicht in einer etwas entfernteren Ebene der Macht und der Autorität sich bewegen. Und das Ganze wird eine sehr gemeine, aber auch ein rätselaufgebende Erfahrung. Und sie begreifen, dass vergeschlechtlichte Macht etwas Komplexeres ist, als das vielleicht noch in der Familienstruktur der Fall war. Und es gibt natürlich auch Machtverhältnisse in Peergruppen. Es gibt Personen, die eine Führungsrolle einnehmen, jene, die eher im Mittelfeld sich bewegen. Dann gibt es jene, die am Rand stehen. Dann gibt es das Phänomen des Bullying. Ich denke, das ist Ihnen sicherlich vertrauter, als das mir ist. Und dann, wenn die Kinder die Schule verlassen, in die Welt hinausziehen und sich dann beispielsweise in einem Medienkontext bewegen oder an der Universität sind oder
direkt arbeiten, dann treffen sie auch auf unterschiedlichen Formen von Gender. Von frühester Kindheit an treffen sie auf vermittelte Geschlechterkonzepte und Repräsentationen davon in der Unterhaltungsindustrie und in den Massenmedien beispielsweise. Hier ein sehr beliebtes Bild, das hier auf einem Buchcover zu sehen ist. Und mit diesem Buch wurden eine Reihe von Arbeiten auf Französisch herausgegeben zum Thema Männlichkeiten. Und Sie kennen sicherlich den Schauspieler und sicher auch die Stereotypen, die mit Hollywood-Action-Movies einhergehen und wie sie dann jungen Menschen dargestellt werden. Aber wir treffen dann auch auf echte vergeschlechtliche Gewalt. Nicht nur Gewalt und Macht im Vorstellungsbereich. Kinder und Jugendlichen treffen dann auf sexuelle Belästigung. Das ist eine sehr übliche Erfahrung für Mädchen, heranwachsende Frauen, und das betrifft auch einige Jungen und junge Männer, und einige werden auch von Vergewaltigung betroffen sein. Das haben wir vielleicht immer mehr gesehen und das ist vielleicht auch immer mehr anerkannt worden aufgrund der Diskussionen in den Medien und die Aufmerksamkeit, die dieses ganze Thema bekommen hat, aufgrund der MeToo-Bewegung. Aber jene, die sich mit vergeschlechtlichter Gewalt beschäftigen, werden dieses Phänomen kennen und auch wissen, wie junge Menschen dann darauf stoßen und auf diese Seite der Macht stoßen. Wenn es dann in die Arbeitswelt geht, wird zum Beispiel Arbeitsteilung, vergeschlechtlichte Arbeitsteilung erfahren, aber auch ein Machtgefälle am Arbeitsplatz. Für viele junge oder relativ junge Menschen ist eine Schlüsselerfahrung die Arbeitslosigkeit, wenn sie die Schule verlassen. Und das gilt nicht nur für Länder mit fortgeschrittenen kapitalistischen Volkswirtschaften. Hier sehen wir ein Beispiel von Menschen in Arbeitslosigkeit in Indien, die in diesem Fall um Hilfe anstehen, Unterstützung. Strukturelle Arbeitslosigkeit ist ein großes Problem in sich entwickelnden Ländern, aber auch in den eher reichen Ländern. Da ist es relativ gängig, dass die Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen größer ist als unter älteren Menschen. Wenn die jungen Menschen dann einen Arbeitsplatz haben, dann stehen sie nicht nur struktureller Macht oder Machtlosigkeit gegenüber in Form von Arbeitslosigkeit, sondern auch direkte Machtverhältnisse mit Vorgesetzten, mit Kontrollen am Arbeitsplatz. Und die Jugendlichen und jungen Menschen müssen Wege finden, damit umzugehen, mit relativer Machtlosigkeit in der Organisation der Arbeitswelt. Das sind nun alles Dinge, die Ihnen wahrscheinlich im Allgemeinen bekannt sind. Aber ich versuche damit einen Überblick zu geben, um zu zeigen, wie allumfassend die Erfahrung vergeschlechtlichter Macht in all ihren Formen ist, die junge Menschen erfahren, wenn sie heranwachsen. Das ist ein unentrinnbarer Teil ihres Lebens, der das Leben strukturiert und das auch weiterhin während des Erwachsenenlebens tun wird. Aber wir haben natürlich in der Jugend und in der Kindheit die formativen Jahre, wo sich das besonders auswirkt. Wir gehen jetzt einen Schritt zurück. Ich bin ja Wissenschaftlerin. Und deswegen konzeptualisiere ich gern. Ich würde deswegen mir gerne ein bisschen näher anschauen, wie wir hier Macht verstehen. Was hat Macht mit unseren Geschlechtermodellen zu tun? Das allgemeinste Verständnis von Geschlecht ist, dass Geschlecht einfach so eine natürliche Dichotomie ist.
einem sehr strengen Sinne. Also sprich, die Natur schreibt vor, welches Geschlecht man hat. Das wird zum Beispiel begründet mit dem System der sexuellen Reproduktion bei Säugetieren, insbesondere Menschen auch. Es gibt dann die, ja, die Unterscheidung zwischen der reproduktiven Rolle des männlichen und des weiblichen Wesens der Spezies. Aber wichtig anzuerkennen und zu verstehen ist auch, dass das diese Phänomene, die ich eben alle besprochen habe, überhaupt nicht erklärt. Geschlecht ist allerdings nicht auch einfach nur eine freie Wahl oder eine kulturelle Position oder Positioniertheit. Das ist nichts, was man einfach vom Körper abtrennen kann. Und deswegen bin ich genauso kritisch von Sichtweisen, die das Geschlecht ausschließlich in der Vorstellung von Menschen verorten, in der Identität, im Selbstbild. Das gehört dazu, aber es ist noch lange nicht alles. Und es erklärt noch lange nicht, welche sozialen Muster wir hier sehen, einschließlich der ganzen, über die ich eben gesprochen habe. Das heißt, wie denken wir über Geschlecht nach? Wir brauchen eine Art und Weise, Geschlecht zu denken, die anerkennt, dass es eine soziale Struktur ist, die aber verkörpert ist, die notwendigerweise unsere Körper, unsere Sexualitäten einbindet, eine Anbindung hat an die menschliche reproduktive Sexualität, aber nicht bestimmt ist durch unsere biologische Zusammensetzung oder unseren biologischen Aufbau. Diese Besonderheit von Geschlecht als verkörperte soziale Struktur bedeutet auch, dass die Funktionsweise von Körpern eine Bedeutung hat, wenn es um Geschlecht geht. Da geht es auch um Handlungsfähigkeit bei in vergeschlechtlichten Dingen. Da geht es um sexuelle Erregung zum Beispiel, körperliche Angewohnheiten, erlernte Körperpraktiken, Präsentationsformen. Körper sind nicht egal. Und das ist wichtig zu verstehen. Und genauso wichtig ist zu verstehen, dass Geschlecht nichts Ahistorisches ist. Geschlecht hat eine Historie. Wir können Geschlecht so verstehen, dass es sexuelle, vergeschlechtlichte Körper sind, die in soziale Prozesse, in historische Prozesse eintreten, in der die Geschlechterverhältnisse strukturiert sind, sich aber auch verändern. Und das macht die ganze Sache sehr komplex. Ich bin absolut kritisch gegenüber Auffassungen von Geschlecht, die sagen, es ist einfach eine Dichotomie, es ist strikt binär. Geschlecht war nie binär. Es ist viel komplexer als das. Verkörpertes Geschlecht. Dazu gehört die Produktion verschiedener Formen von Männlichkeit, verschiedener Formen von Weiblichkeit und einen ganzen komplexen Satz an Beziehungen, an Strukturen, an Institutionen, die unsere persönlichen Beziehungen strukturieren. Das Verständnis von Geschlecht, auf dem ich aufbaue, wenn ich versuche, das Leben von jungen Menschen zu verstehen und nachzuvollziehen, habe ich dargelegt in einem Buch, das ich geschrieben habe. Auf Englisch heißt es Gender in World Perspective. Das ist die jüngste Ausgabe, die vierte in englischer Sprache. Eine frühere Ausgabe davon ist ins Deutsche übersetzt worden.
Und hier entwickle ich ein Modell von Geschlecht, von sozialem Geschlecht als etwas, was verschiedene Dimensionen hat. Eine dieser Dimensionen ist Macht. Das ist eine der unentrinnbaren, inhärenten Dimensionen von Geschlechterbeziehungen, Macht. Neben anderen Dimensionen, wie zum Beispiel die wirtschaftliche Dimension, Produktion und Konsum, eine symbolische Dimension der Repräsentation, der Kommunikation und die Dimension der Objektbesetzung. Und so wie ich Geschlecht sehe, ist Macht eine inhärente Dimension von Geschlecht. Machtbeziehungen wird es immer geben. Ob sie relativ gleichberechtigt sind oder ob es große Machtungleichheiten gibt. Aber Machtbeziehungen wird es immer geben. Das ist ein inhärenter Teil der Welt der Geschlechterbeziehungen. Und ich möchte gerne warnen gegen eine zu stark vereinfachte Sichtweise auf Geschlecht und Macht. Das habe ich ja selbst schon impliziert, ganz am Anfang meines Vortrags, als ich die Bilder gezeigt habe der chinesischen Politiker. Es ist leicht, es sich so zu denken, dass Macht etwas ist, was inhärent ist im Leben von Männern, aber nicht von Frauen. Das wäre zu stark vereinfacht. Macht ist nicht das Gleiche wie Mann sein oder männlich sein. Es gibt Formen der Männlichkeit, die nicht mächtig sind, die unterworfen sind, die marginalisiert sind. Es gibt Forschung zu Männlichkeiten, die sich immer stärker jetzt dafür interessiert, welche Formen von Männlichkeit es gibt, die von Männern, jungen Männern auch konstruiert werden, die Macht bewusst ablehnen, die versuchen, gleichberechtigter zu leben mit den Frauen und Mädchen in ihrem Leben. Und die versuchen, eine relativ geschlechtergerechte Geschlechterordnung für die Zukunft mit aufzubauen. Und das scheint mir etwas zu sein, was sehr vielversprechend ist. Darauf werde ich auch noch zurückkommen in einer Weile. Wichtig ist, anzuerkennen, dass die bekannten Strukturen der Macht, das Patriarchat, wie die zweite Welle des Feminismus es nannte, dass dieses Patriarchat schon seit einem halben Jahrhundert in Frage gestellt wird, eigentlich sogar schon länger. Aber es gibt so im Allgemeinen die Auffassung, dass in den 1960er und 70er Jahren es losgegangen ist mit der Infragestellung der patriarchalen Macht. Und da hat es natürlich auf jeden Fall einen Schub gegeben. Hier gibt es ein Bild aus meiner Jugend. Da war ich noch jung und optimistisch. Das war das internationale Jahr der Frau 1975 und das war eine Demonstration zum Weltfrauentag, zum ersten Weltfrauentag. Also damals 1975, eine Demonstration in meiner Heimatstadt Sydney. Und ja, die Frauenbewegung hatte diese Demonstrationen schon seit mehreren Jahren organisiert, 5 oder 6. Aber das war wirklich ein Mobilisierungsschub. Die Frauen gingen auf die Straße, um das Patriarchat in Frage zu stellen. Und genauso war es mit der Schwulen- und Lesbenbewegung. Da gab es große Überschneidungen. Und in der dritten oder auch vierten Welle des Feminismus sehen wir wieder Ähnliches. Wir sehen es in der queeren Bewegung.
die auch Teile der Schwulenpolitik kritisieren wiederum und sich damit auseinandersetzen. Da sehen wir sehr viel Aktivismus von jungen Menschen und ich freue mich riesig darüber. Diese Bewegungen haben über die letzten ungefähr 50 Jahre die Welt tatsächlich verändert. Es hat erhebliche Veränderungen in den sozialen Beziehungen gegeben, im Wirtschaftsleben. Gesetze haben sich verändert als Ergebnis dieser Mobilisierungen. Eine der größten Veränderungen weltweit, glaube ich, zumindest während meiner Lebenszeit, war das Ansteigen der Alphabetisierungsrate unter Frauen weltweit. Als ein Ergebnis massiver Anstrengungen und Investitionen in Mädchen, um die Mädchenbildung zu verbessern. Alphabetisierungsprogramme für Frauen insbesondere. Das war eine riesige Revolution, eine revolutionäre Veränderung in unserer Kultur. Außerdem haben wir gesehen, dass in den Rechtswissenschaften, in der Medizin sich die Forschung und die Wissenschaft öffnet für Zugang von Frauen, die vor gar nicht so langer Zeit überhaupt nicht die Erlaubnis hatten, diese Berufe zu ergreifen. Wir sehen signifikante Bestrebungen, die Lebensführung von Schwulen und Lesben anzuerkennen. Australien zum Beispiel hat vor kurzem die Homo-Ehe eingeführt und ist nicht das einzige Land, das in diese Richtung geht. Das heißt, diese im weitestgehend von jungen Menschen getriebenen Bewegungen haben langfristig sich ausgewirkt. Aber natürlich hatten sie es nicht leicht. Und es hat gar nicht allzu lange gedauert, nachdem diese Bewegungen auf den Plan getreten sind, dass es eine Form von Backlash gegeben hat. In jüngster Vergangenheit, insbesondere in den vergangenen 10 bis 15 Jahren, hat es da eine Zunahme gegeben. Bei Mobilisierungsprozessen gegen diese Bewegungen, zum Beispiel eine Mobilisierung in rechtsgerichteten, rechtskonservativen, katholischen Kreisen gegen das Konzept Gender als solches. Es wird behauptet, dass dieses Konzept gegen eine natürliche Ordnung sei, dass es gegen göttliche Vorstellungen und Gesetze sei hinsichtlich der Frage, wie Menschen zu sein haben. Und es gab auch einen Anstieg, wie ja bekannt ist, und das macht uns ja allen Sorgen, also es hat auch einen Anstieg des autoritären Populismus gegeben weltweit. Das kann beispielsweise illustriert werden durch das Putin-Regime in Russland. Auf diesem Foto sehen wir Wladimir Putin auf seinem Weg nach Australien. Das ist einige Jahre her. Und hier nimmt er eine Ehrengarde ab, als er einen Zwischenstopp in Indonesien eingelegt hat. Also ich könnte diese politische Bewegung auch anders bebildern, anders illustrieren. Und ich bin mir sicher, dass Sie wissen, dass es auch ein Infragestellen der Rechte der Frauen gegeben hat hinsichtlich ihrer körperlichen Selbstbestimmung, dass diesen Rechten etwas entgegengesetzt worden ist oder auch dem Backlash gegen queere Rechte und Transrechte in den USA. Das ist etwas, das ja in den vergangenen 2, 3 Jahren auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Es gibt also auch Reaktionen und politische Veränderungen, die schwierig sind rund um diese Veränderungen bei Geschlechterverhältnissen. Also das ist ein hoch umkämpftes Feld. Ich möchte nun in meinem Vortrag noch auf
junge Menschen zu sprechen kommen, ihre Rolle bei der Veränderung von Geschlechterverhältnissen. Personen meines Alters sind geradezu verblüfft angesichts der Zeit, die viele junge Menschen mit den sozialen, digitalen Medien verbringen und auch angesichts der wirklich beeindruckenden Fähigkeiten, die sie entwickelt haben. Das hat ja auch zu der Vorstellung geführt, dass wir von Digital Natives sprechen und da kommen wir ältere Personen kaum hinterher und manchmal begreifen wir das auch kaum. Und es ist natürlich auch so, dass die neuen Medien, diese neuen sozialen Medien als ein Bereich der Freiheiten sind. Und viele junge Menschen nutzen die neuen Medien auch in dieser Art und Weise. Aber die digitalen sozialen Medien sind auch ein Raum, um reaktionäre, stereotypisierte Genderbilder zu verbreiten. Das Internet ist beispielsweise voll von stereotypisierter Pornografie. Das ist ja bekannt. Und die neuen Medien sind auch ein neuer Überwachungsmechanismus geworden. Das sollten wir auch im Hinterkopf bewahren, wenn wir über Freiheiten nachdenken, die über digitale Medien erreicht worden sind. Aber das kann auch ein neuer Bereich für den Aktivismus werden, um dem Ganzen etwas entgegenzusetzen für antipatriarchale Mobilisierungsprozesse. Und ich habe ja schon eine Bewegung erwähnt. Das hat ja auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Die MeToo-Bewegung, die Hashtag MeToo-Bewegung und Mobilisierung gegen sexuelle Belästigung. Diese Bewegung hatte ja bedeutsame Auswirkungen in Australien. Ich denke, das kann man schon so festhalten und auch in anderen Teilen der Welt. Das war vor allem eine Mobilisierung von jüngeren Frauen, eine Mobilisierung in den digitalen Medien als eine Form des Aktivismus. Aber ich möchte auch andere neue Formen des Aktivismus erwähnen und ihre Bedeutung für jungen, männliche Jugendliche und Männer. Hier ein Bild eines Flyers für ein Symposium, das erst im vergangenen Jahr stattgefunden hat, das in Afrika stattgefunden hat, aber auch hat es sehr viele Online-Veranstaltungen gegeben, aber es gab auch Präsenzveranstaltungen. Und das war ein weltweites Treffen der Men Engage Alliance. Ich denke auch, dass einige sich von Ihnen daran beteiligen oder andere dieses Netzwerk einfach nur kennen. Das ist ein internationales Netzwerk lokaler Organisationen. Die meisten von Ihnen sind NGOs, die meisten sind freiwilligen Organisationen. Und das ist ein Netzwerk von ungefähr 600 unterschiedlichen Organisationen weltweit, in Lateinamerika, Nordamerika, in Südasien, Europa, in Südostasien, im Pazifikraum. Überall gibt es solche Organisationen, die da sich einbringen in dieses Netzwerk. Und ich war eine der ReferentInnen dieser Konferenz. Antisexistische Arbeit unter jungen, männlichen Jugendlichen und Männern kann schwierig sein. Aber es ist ermutigend, dass so viele Gruppen in so unterschiedlichen kulturellen Kontexten, dass sie an einer solchen Konferenz, an solcher einer Arbeit sich beteiligen. Es gibt auch andere Formen des politischen Aktivismus, zum Beispiel die Versuche im Alltag, im persönlichen Leben, die Versuche von Paaren beispielsweise, sogenannte faire Familienstrukturen aufzubauen, dass die Betreuung der Kinder gerecht verteilt wird, die Care-Arbeit und die Lohnarbeit gerecht verteilt wird. Und auch das ist eine Form des Aktivismus.
Das ist vielleicht nicht etwas, das sehr offensichtlich ist, sehr öffentlich ist, aber das passiert doch in einer nicht gerade unbedeutenden Anzahl von Familien und verändert das Umfeld, in dem Kinder aufwachsen und auch ihre Erfahrungen hinsichtlich dessen, was Geschlechterverhältnisse sein können. Und das können sie dann auch in andere Teile ihres Lebens tragen. Es ist für mich auch interessant, dass jüngste Studien zu Männern und Männlichkeiten einen besonderen Fokus auf das gelegt haben, was hybride Männlichkeiten genannt werden kann oder was ich so bezeichnet habe. Also Männlichkeiten, die nicht einfach nur durch eine Opposition konstruiert werden gegenüber Weiblichkeit oder dass eine Opposition aufgemacht wird zwischen heterosexuellen Männlichkeiten und homosexuellen Männlichkeiten, sondern dass das Männlichkeiten sind, die konstruiert werden, indem verschiedene Elemente einbezogen werden, die eigentlich charakteristisch sind oder als solche verstanden werden, die als eher Elemente bezeichnet werden oder verstanden werden, die Frauen zugeschrieben werden oder homosexuellen Männern. Und das sind neue Formen von Männlichkeiten und Konstruktionen, die die Möglichkeit bieten, gleichere Geschlechterverhältnisse zu schaffen, während diese Muster von Männlichkeiten sich weiter verbreiten und auch immer anerkannter werden. Die schlechten Nachrichten, dieses düstere Bild, das gezeichnet wird von der autoritären populistischen Politik, trotz dessen gibt es Grund zur Hoffnung. Die Möglichkeit zu demokratischen Veränderung und Gleichheit in Geschlechterverhältnissen in der Zukunft. Es gibt sozusagen Freiräume, die von jungen Menschen geschaffen werden in ihrem Alltag oder auch online. Und diese Räume zeigen, dass Geschlechtergleichheit geschaffen werden kann. Und es ist einfach schwierig, von dieser Art Erfahrungen, von gleichen Familienstrukturen oder gleichen Peergroups, sich dann hinzubewegen zu der Welt der Institutionen und der ökonomischen Gleichheit, wo es so viel Geschlechterungleich gibt, wie ich ja zu Beginn dargelegt habe. Und das ist eine strategische Frage, die junge AktivistInnen, die sich für Veränderung einsetzen, aufgreifen müssen und auch machen werden. Die Zukunft ist möglich. Wir sind nicht festgesetzt in einer zeitlosen, sich niemals verändernden Gegenwart. Während wir uns also hinbewegen zu dieser anderen Welt, die möglich ist, da müssen wir darüber nachdenken, wie wir von Symbolpolitik, Politik, die sich allein auf Repräsentation bezieht oder das Einfordern von Menschenrechten, wie wir von dieser Politik dann hinkommen zur Organisation einer Gegenmacht. Das ist ja der schwierige Teil des Rezeptes. Und ich denke, da setzt auch Ihre Arbeit an. Die Arbeit der Teilnehmenden auf dieser Konferenz. Sie arbeiten ja mit Jugendlichen, um darauf hinzuwirken, dass sie aktive Bürgerinnen werden können, dass sie die Instrumente in der Hand haben können oder diese Instrumente entwickeln können, um eine vergeschlechtlichte Welt zu verstehen und Teil daran haben können, diese Welt zu verändern. Ich wünsche Ihnen für diese Arbeit allen Erfolg und ich hoffe einfach, dass das, was ich hier dargelegt habe, interessant für Sie war und auch hilfreich. Und ich freue mich darauf, auf alle Ihre Fragen und Anmerkungen einzugehen. Vielen herzlichen Dank.